Herzlich willkommen hier bei einem neuen Spiel, nämlich Safe House Diaries. Ich habe das Spiel gerade zum allerersten Mal gestartet, ich kenne mich auch überhaupt nicht aus. Und das Ganze soll einen neuen Ansatz bringen, so zum Zombie-Survival. Ich nehme mal an, die Musik ist ein bisschen laut, zumindest ist sie laut auf meinen Ohren, aber die kann ich hier nicht runterregeln. In den Options. Ich kann sie nur disablen, aber ich möchte ja ganz gerne mal sehen, ob die gut ist. Und jetzt sehen wir einfach mal, was das Spiel uns so bringt. So, es gibt hier drei Möglichkeiten. Easy, no survivors, no time limit, no objectives, no escape. Roadkill. Und Deadline. Last week was... Okay. Start with one survivor. No aggression dilemmas, no time limit. Wir fangen auf easy einfach mal an, okay? Wir kennen uns ja noch nicht aus. Start game. So. Willkommen zu Safe House Diaries. Wenn es das erste Mal ist, ja, dann lesen wir das auch. Ach so, nein, das Manual lesen wir jetzt nicht. So. Samstag. 1. September. Wir sind in einem Haus. 3 Austin Court. Sieht ja nett aus. Everyone else is gone, also alle sind weg, die Stadt ist still, wird aber nicht so bleiben. If we find a flashlight or a beacon, we would signal other survivors without attracting zombies, okay? Also wir haben hier definitiv eine Zombie-Apokalypse und wir sind ein Überlebender. Da ist eine Adresse auf die Wand gekritzelt, könnte ein guter Fleck sein, um zu starten. Aber wir müssten uns schnell bewegen. So, was mache ich jetzt? Okay, 50%, okay, wir sind diese Survivorin, Erika, also die können wir auch, glaube ich, dann in einem Editor austauschen und uns selber reintun, oder andere, zum Beispiel euch. Hier gibt es keine Zombies, keine Leichen, Orders oder Supplies, Macro Trap, Search Location for Anything Useful, Modify Item. Achso, und das kann ich alles auswählen, das, die Orders, und was haben wir bei Supplies? Okay, und Supplies List zeigt, was wir gerade haben. Ein Baseballschläger, ein Cricket Bat und ein Switchblade. Wir haben 6 Pieces of Scrap, ein Buttermesser, eine Brechstange, eine Axt, eine Pfanne und ein Wrench, ein Schraubenschlüssel. Erika ist idle. Okay. I'll take it to relationship. Ah, wenn wir da draufklicken, gibt es dann eine Relationship View. Aber wir haben ja noch keine Relationship. Und das hier ist die Adresse, die aufgeschrieben wurde. Also das hier ist die Stadt, in der wir hier sind. Okay. So. Was können wir also machen? Wir suchen erstmal nach irgendetwas Sinnvollem. Und das macht Erika. So, und wenn wir damit fertig sind... Achso, kann ich das... Erika ist jetzt schon bedient. So, und wie kann ich jetzt weitergehen? Hier in Austin Court. So nicht. Okay. Ah, da gibt es aber ganz schön viel, was man machen kann. Zombies umbringen, Pause machen. Ja, nur wie macht man das denn? Das ist hier noch die Frage. View Location Security Report. Also man könnte da was basteln, man könnte Fallen aufstellen und Barrikaden. Verstehe. Anything useful, weapons and ammo, medical supplies, man kann auch noch auswählen, wonach gesucht werden soll. Jetzt fehlt mir wirklich nur noch der Punkt, wie ich hier fortsetzen kann. Bookmarks. Okay, das heißt, ich kann Bookmarks setzen. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt. Ah, und hier kann ich wahrscheinlich weitermachen. So. Erika discovered a greenhouse filled with food-producing plants. Also wir kriegen hier Essen. It's not enough to feed a whole group, but it's better than nothing. Erika notes there's only one shower at the house. Half the rooms in the house have now been searched. Okay. Watch for zombies and report. Haben wir jetzt irgendwas Brauchbares gefunden? Nö, nicht wirklich, oder? Also ich sehe zumindest nichts. Hmm.
for Zombies, Create Distraction, Modify Item. Und hier kann ich mich fortbewegen in der Stadt, oder was? You've yet to visit this location. Kann ich da hingehen? Nö. Ah, doch, ich kann sie hier hinziehen. Ich frage mich aber, ob das das Beste ist. Naja, ich mache das Movement Tutorial. Ich habe meine Figur gesagt, sie soll dorthin gehen. Okay, und normalerweise geht sie dorthin und kommt wieder zurück und reportet. Schauen wir mal. Wie komme ich hier wieder raus? So. Und es geht weiter. Next page. Die Bibliothek. Eine mittelgroße Bibliothek. Zwei Türen, 9 Fenster. Es liegen aber gute Bücher rum. 0 Zombies außen. Und keine innen. Okay. So, Eric ist jetzt wieder da. Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier Modify Item Focusing on Cooking Capability? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ob es da irgendwas rauskommt. Erica is modifying a butter knife. Erica is still getting started on the butter knife. Okay. Was macht sie denn mit dem Ding? It's been a couple of hours since Erica made progress on the modifications to the butter knife. Ingredients ready to be collected here, ja. Aber wo? Ah, hier, collect ingredients. Das heißt, du kommst... Achso, ja. Genau, jetzt weise ich hier das zu. Das heißt, da gibt's ja dieses Glashaus. Na, man muss das ja erstmal rausfinden. Und, macht sie auch irgendwas? 2 cooking ingredients. It's getting dark, we'll need to be more vigilant. Kommen die Zombies vielleicht nur bei Nacht, oder was? Also Rest kann sie noch nicht. Okay, und zu schlafen müssen sie da bei einem Hotel sein. Kann Erica auch eine Falle herstellen? Nun, blöd gesagt. Ach, es gibt hier noch immer Ingredients. Okay, dann bastel ich oder hole ich mir das doch mal. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das ganze Spiel erzählt dann irgendwann eine Geschichte. One cooking ingredient. Oh, ich höre Zombies. Next page. Zombies inside. So, kann ich hier mal nach Zombies Ausschau halten? Watch for zombies and reports. Oder sind diese Zombie-Geräusche einfach nur, dass es Nacht ist? But the house is surrounded by a small number of zombies. She added to the noise level, the house is low. Zombies werden nicht interessiert sein. So, was haben wir hier? Ein neuer Survivor ist hier. Er hat ein paar kleine Schnitte. Und er schaut fit und stark aus. Erica doesn't want to partner up with him. Ja, wenn sie es nicht will, aber andere zu zweit haben wir vielleicht ein bisschen mehr Chance. Ich sag accept. So, sun's coming up. It will be easier to spot zombies. Colin Robert approached Erica at the house. Although he had small cuts, he was carrying some food. He joined the group. Erica is cautious about her new partner. Also sie ist da noch nicht ganz einverstanden. Aber jetzt haben wir zwei Leute. Und wenn ich das hier anklicke, sieht man... Was ist das? Brand new rumor? He is fit and strong, most useful barricading entrances and producing ammunition. Okay. Er ist kein Rassist, er mag Erica einfach nicht nur, also das Aussehen. Und was kann ich hier machen? Also ich kann ein Gerücht verbreiten über, weiß ich nicht, ich mache da jetzt einfach was, über Activism. Until then you may change it as much as you like. He was a member of the local association of consent. Ah,
Das heißt, ich kann hier ein Gerücht über ihn verbreiten und das ändert vielleicht die Meinung von Erica, ihn doch zu mögen. So. Erica was a cleaner, she's 24, straight, uneducated and comes from a poor background. Fit, strong, practical and realistic. Useful in clean up corpses. Was könnten wir... Ich mach das jetzt einfach mal, ich verbreite ein Gerücht über uns. So, Erica is a cleaner, she was known among friends for offering a service for free charge. Nee, das ist jetzt nicht so toll. Connection. Erica and Colin are distant cousins. They lost contact many years ago because of a family... Nee. Alter, das ist aber ganz schön komplex, oder kommt mir das nur so vor? Wir lassen das jetzt einfach mal. So, Erica, du gehst mal hier rüber. Und Colin... Was machen wir hier? Kann ich ihm da was geben? Breakdown... Nein. So kann man die Supplies also aufteilen, okay. Parts and Scrap. Kann hier irgendjemand kochen, bitte? Ja, prepare meal. Colin macht es. Okay. Dann schauen wir mal. So, das hat hier Erica herausgefunden. Ein kleines Haus mit 8 Räumen, 3 Türen, 10 Fenster. Contain a cache of medical supplies. Okay, also viel Medizin. 0 Zombies outside. Keine Zombies drinnen. Erica hat was gegessen und sich gewaschen. Das ist doch mal gut zu wissen. Aber wie kann ich da jemanden zum Beispiel dauerhaft rüberschicken? Oder so? Ich habe keine Ahnung. Das Haus ist noch immer nicht komplett durchsucht. Barricade entrance. Quickly and loudly. Nö, wenn, dann würde ich es gerne leise machen. Aber, keine Ahnung. Weil da kann ich ja nichts machen. Create Medicine, Clean Up Corpses, weil es ja keine gibt. Okay. Dann baust du noch eine Falle, Erica. Erica nutzt der Ingredients, ja. Wie lange braucht denn der? Ate a snack? Colin prepared a small meal. Und Erica futtert's gleich wieder auf. Super. He stopped preparing meals because he ran out of ingredients. Okay, das heißt, Colin, könntest du... Ja, ist okay. Können wir Colin mal zum Beispiel hier hinschicken? Und Erica... nein. Und Erica sucht... Genau, du investigate. Ah, und da kann man Sachen zurücklassen. Vehicle Parts, Combat Gear, Take to the Store. Es gibt ja auch noch einen Store. Okay, ich sehe schon, wir werden Ewigkeiten brauchen, um das Spiel hier einigermaßen in den Griff zu kriegen. Aber, so, Erica sucht noch weiter nach nützlichen Dingen. Next page. Store number 4, Alloway. Zero zombies outside, one zombie inside. Okay. A pair of pliers in the basement. The ingredients... Jaha. Mann. Also ist immer noch nur zu 50% durchsucht. Können wir... For weapons and ammo... Such hier mal nach weapons and ammo und das macht... Colin und Erica. Beide. Diese Soundeffekte bringen mich gerade um. So, was ist passiert? Colin und Erica haben eine Taschenlampe und eine Säge im Erdgeschoss gefunden. Sie sind dann allerdings angegriffen worden. 3 Zombies sind reingekommen. Erica ist nach unten gegangen. Colin wollte Erikas Plan nicht folgen und ist im zweiten
Schlafzimmer geblieben. Das heißt, sie haben sich getrennt. Erica sliced two zombies with a switchblade and they killed two of them, but there's at least one still inside. Okay, und Colin hat mal wieder eine auf die Fresse bekommen. So. Also Colin ist jetzt schon stärker verletzt. Erica geht's noch immer gut. So. Wieso kann ich jetzt hier gar nichts mehr machen? Unsecured. Ja, ist klar, aber ich kann ja da nichts tun, oder? Wieso kann ich jetzt nichts mehr machen? Vielleicht müssen sie sich erst hier gegen die Zombie-Plage wehren. Ich werde es sehen. Okay. Ich glaube, ich sollte die Soundeffekte ausschalten. Colin hat was gegessen. Und sie sind noch einmal off-guard bekommen. Okay, 6 Zombies. Es war wieder in der Küche. Erika hat 3 Zombies mit dem Switchblade gekillt und Colin wurde getötet. Super. Bevor er gestorben ist, hat er wenigstens 2 Zombies mit dem Baseballbat verhauen. Und einer ist noch immer da. Okay. Und so endet auch unser Spiel, unser erster Erfolg. Unser erster Versuch. Ich habe so im Gefühl, wir werden da ein bisschen uns einarbeiten müssen, dieses Spiel. Ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie Spaß gemacht und ihr findet es faszinierend. Ich kann euch da nur sagen, stellt euch mal vor, das Ganze ist später mit vielen Gruppenangehörigen, die sich nicht mögen, wo man irgendwie vermitteln muss, Gerüchte streuen muss und so weiter. Das stelle ich mir ziemlich gut und komplex vor. Ich bin auf alle Fälle gespannt und dieses Spiel werde ich auf alle Fälle weiterspielen. So, in dem Fall sage ich, das war's hier mit einfach mal, wie heißt das, Safe House Diaries. Macht's gut, bis bald, euer Chris.